Ist jetzt Attrition. Dachte ich mir, fange ich damit einfach mal an. Und man sieht halt, die Level sind alle recht niedrig. Ist ja auch erst seit einer halben Stunde, glaube ich, möglich. Na, 40 Minuten inzwischen. Oder mal schauen, wie es läuft hier. Noch habe ich nur die Standardklassen, später kommt dann halt mehr dazu. Noch irgendwas? Genau, ich habe Lautstärke noch ein bisschen runtergedreht. War ein bisschen laut. Und ja, dann sehen wir mal, wie es läuft jetzt. Ich denke, ich werde es doch erstmal bei einer Folge belassen, einfach. Weil ich bin echt gerade so arschmüde, ich kann meine Augen kaum aufhalten. Ah, wunderbar. Aber ich freue mich. Ich freue mich riesig. So. Ne? Angel City, die gab es auch in der Beta, die Map. Zwei Stück gab es da. Aber ich habe die Namen vergessen, also den von der anderen Map. Jetzt geht's los. Ich denke, ich werde Riffleman nehmen. Und Tank selbstverständlich. Und dann kann es auch direkt losgehen. Guter Start auf jeden Fall. Ein bisschen Längen tut es. Liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. Dann muss ich da nochmal die Quali ein bisschen runterdrehen. Dass das dann zumindest so etwas besser läuft. Damit ich zumindest spielen kann. Oh. Ja, bester Zeitpunkt zum Nachladen, wenn ein Gegner vor einem steht. Bam! Oh, ah! Ja, die Shotgun. Auch ich fand sie ziemlich überpowered in der Beta. Weil damit konnte man einfach wirklich alles weghauen. Boah, und meine Mausempfindlichkeit ist irgendwie ein bisschen... Alter, das geht ja so gar nicht, ne? Alles klar, merken. Sound noch ein bisschen hochdrehen kann ich jetzt wieder. Und, die Grafik ein bisschen runterdrehen. Ja. Wenn man schon unsichtbar ist, dann sollte man auch sichere Kills machen. Also sicher killen. Und nicht, naja, sogar. Oder sowas. Da ist noch einer. Scheiße. Fuck. Ja, das kann natürlich passieren, wenn man einem folgt. Oh, Titanfall. Hole ich mir den jetzt? Ja, komm, warum nicht? Geil. Ich habe die Titanen lieber zu Fuß auseinandergenommen. Hatte mehr Stil, fand ich. Na? Ja, jetzt habe ich einen Titan natürlich an Bord. Und deswegen haue ich immer mal ab. Ach so, ja, mit der Nuklearexplosion hat er mich mitgerissen. Deswegen fand ich die auch so geil, ey. Damit einfach in eine Masse reinschieben, wenn der Titan gedoomt ist. Und dann nimmt man noch ein paar mit. So wie bei Modern Warfare 2 war das die Märtyrium-Granate. So, dann gehen wir mal an Bord, ne? Oh, und weg. Hui! Ein Glück war das gerade nicht knapp oder so. Scheiße, hat der mich gejumpkickt hier.
Ja, läuft ja schon mal richtig geil, Alter. Das geht echt gar nicht, so wie das leckt hier, ne? Fuck. Nein! Mit der Anti-Titan-Weapon. Oh, cool. Oh, geil, meine Maus hat sich abgemeldet. Ups. Nein. Hallo, ich will da ganz gerne. Danke. Und Grant. Super. Oh, super. Ja, geil. Alter, das ist echt scheiße. Dass das so leckt. Boah, das gibt's nicht, ne? Alter, war so klar. So, ich hole mir nochmal hier Titan. Vielleicht kriege ich damit ja noch einen geilen Kill hin irgendwie. Bevor das Spiel vorbei ist. So, wo ist er hier? Da. Und tschüss. So, draufhalten noch ein bisschen. Du verpiss dich gleich mal. Ey. Cool. So, raus hier. Ja, hat lange überlebt. Und tschüss, Junge. Hallo? Ah, geht doch. Und cool. Ah, fuck, hat er mich noch gekriegt. Ja, das war's. Wenn man im Epilog stirbt, ist man dann erstmal draußen. Also das ist dann permadeath. Dann spawnt dann nicht mehr, leider. Wir sind hier 6:11. Ja, geil. Und zwei Titans gekillt, naja. Ja, die Spiele sind recht kurz hier in der Trishen. Bin mal auf die anderen Spielmodi gespannt. Die hatte ich nämlich in der Beta eher weniger gezockt. Jawohl, nochmal zwei Kills gemacht. Ist das der letzte? Ja, der ist aber nicht mehr entkommen. Wenn das Spiel vorbei ist, kann man noch versuchen zu fliehen, indem man in das Airship geht, aber... Das gibt, glaube ich, nur ein paar Bonuspunkte. Verloren hat man, ja, verloren hat. Dann mache ich hier mal Schluss, würde ich sagen. Ich bin halt arschmüde. Ich kann mich kaum konzentrieren gerade. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.